Mr. Wichtig. So wichtig, dass sich sogar unsere Zeitrechnung nach ihm zu richten hat. Ob vorher oder nachher, er markiert die Wende. Aber warum ist er so bedeutend? War der wirklich einer, der Wunder konnte? Oder doch nur ein Trickser, ein Scharlatan, auf den die Leute einfach reingefallen sind? Gucken wir doch mal auf die Fakten. Geboren, klar. Lustigerweise vor seiner Geburt. Jetzt unwichtig. Wichtiger, wo? Tja, strittig. Eher hier. Ganz ordentliche Familie wohl. Mutter Maria, Vater Josef. Allerdings, irgendwas stimmt da nicht. Müssen wir vielleicht nochmal ran. Was klar ist, Bauhandwerker. Sohn hat wahrscheinlich mitgearbeitet. Paar Pubertätseskapaden, aber fix im Kopf. Alles in allem passable Familie. Fromme Juden. Umfeld allerdings schwierig. Das ganze Land besetzt. Hat viele genervt. Auch Zoff untereinander. Widerstandskämpfer gegen Kollaborateure. Und wie immer, der Ruf nach dem starken Mann. Dann auch eine Menge sozialer Spannungen. Explosive Mischung also. Und Jesus? Von ihm lange nichts zu hören. Bummelt sich wohl so durch. Nächste greifbare Info passt dazu. Ego-Trip, 40 Tage Selbstfinderei. War ziemlich Mode damals. So, aber nun kommt's. Raus aus der Wüste schließt er sich einem völlig abgedrehten Typen an. Lässt sich von dem taufen. Und dann zündet der Mann den Turbo. Zieht durchs ganze Land. Sammelt Leute um sich. Viele Leute. Und redet und redet und redet. Und tut wunderliche Dinge. Jede Menge davon. Logisch, viele finden ihn toll. Den Mächtigen aber geht er auf den Geist. Vor allem, als nun das passiert. Zum wichtigsten Fest in die wichtigste Stadt. Jetzt will Jesus das ganz große Kino. Hardcore. Mit so einer Geißel prügelt er die Händler und Geldwechsler aus dem Jerusalemer Tempel. Damit ist die rote Linie überschritten. Aufruhr braucht kein Mensch. Klare Sache. Jesus muss weg. Hat er wohl selbst gemerkt. Er gibt seinen Freunden noch einen aus und ein paar Instruktionen für den Fall der Fälle. Und dann geht alles ganz schnell. Mit einer ziemlich miesen Nummer wird er ans Messer geliefert. Von einem Freund. Ab dann Routine. Kaiphas und Pontius Pilatus besorgen den Rest. Basteln ihm einen Hochverrat an den Hals. Jesus, König der Juden. Und tschüss. Todesstrafe. Schicht, Ende, aus. Alles vorbei? Sollte man meinen. Kommt aber anders. 3 Tage nach der Kreuzigung ist sein Grab leer. Jesus plötzlich wieder da. Fidel wie eh und je. Woher wir das wissen? Zeugenaussagen natürlich. Einmal sehen ihn sogar 500 Leute gleichzeitig. Und? Alles akkurat protokolliert. Ganz wichtiger Zeuge, er hier. Ist dem auferstandenen Jesus selbst begegnet. Hat alles selbst aufgeschrieben. So viel zu den Fakten. Noch Fragen? Warum Jesus so wichtig ist, damals wie heute, das erkennen auch seine Freunde erst nach seiner Auferstehung so richtig. Denn durch diese Auferstehung zeigt Gott exemplarisch, der größte Feind der Menschen ist ein für allemal besiegt. Wer auf Gott vertraut, den holt er zu sich ins ewige Leben. Erst als sie das kapiert haben, können auch die Evangelisten Jesus als den beschreiben, der er wirklich ist. Eben nicht nur ein prima Typ, sondern wirklich Gottes Sohn.
Vater, so nennt Jesus Gott. Sohn nennt umgekehrt Gott Jesus bei dessen Taufe im Jordan. Als Gottes Sohn erkennt ihn sogar einer, der erst so gar nichts mit Jesus zu schaffen haben darf. Am deutlichsten zeigt sich die Gottessohnschaft natürlich in den Umständen von Jesu Geburt. Andere Umstände? Völlig andere Umstände. Einen irdischen Papa gibt es nicht. Als Jungfrau wird Maria Mutter. Mutter Gottes. Bei Gott ist eben auch das nicht unmöglich. Trotzdem schwer zu kapieren? Klar, auch das. Was Jesus denn nun eigentlich ist? Gott? Mensch? Irgendwie halbe-halbe? Und welche Hälfte ist was? Oder so? Weder noch. Wir glauben, Jesus Christus ist beides. Und beides ohne Einschränkung. Von göttlicher und menschlicher Natur. Aber wozu dieser ganze Aufwand? Auch das erschließt sich erst durch die Auferstehung Jesu. Jesus ist der Christus, also der Messias, der Retter, auf den die Juden so lange gewartet haben. Der Freiheit bringen soll. Bessere Verhältnisse. Nur ganz wenige aber erkennen Jesus damals. Denn er ruft nicht zu den Waffen, predigt nicht Umsturz. Er redet von innerer Umkehr, von Gerechtigkeit und Nächstenliebe und dass das Reich Gottes kommt. Und er zeigt, dass es schon anbricht, zum Beispiel in seinen Wundern. Sein Werk weiterzuführen lädt Jesus, der Christus, alle Menschen ein. Damals wie heute. Sich selber wandeln, um die Welt zu verwandeln. Die Kraft dazu hat er uns geschenkt, hat uns nach seiner Auffahrt zum Vater den Heiligen Geist gesandt. Nicht zu schaffen? Keine Bange. Für den allerletzten Schliff ist Christus selbst zuständig. Wenn er, wie versprochen, am Ende der Zeiten wieder zurückkehrt.